Wir wollen hier aber gar nicht aufhören. Also ich will zumindest nicht aufhören. Nein, ich hab eine Menge Zeit. Noch kannst du frisch. Ist gar nicht so einfach. Nein. Aber ich muss sagen, jetzt habe ich das Spiel natürlich jetzt schon ein bisschen gespielt. Und du hast selber gesagt, du bist seit 10 Jahren bei Riot. Das heißt wahrscheinlich League ist ja auch schon mal auf dem Rechner installiert worden, oder? Ich habe seit 7 Jahren an League gearbeitet. Also ich habe 2,5 Jahre an League gearbeitet, dann Summoner's Rift Update, also die ganzen Monster und so. Mhm. Und dann bin ich, wie gesagt, zu einem anderen Team. Und dann bin ich nochmal zurück zu League of Legends für 2 Jahre zum Skins-Team. Mhm. Und da haben wir The Easter Guardian gemacht und solche Sachen. Das war schon geil. Aber das sind ja auch diese großen Projekte, die dann dabei sind. Würdest du sagen, dass man, wenn man bei Computerspielen an sowas arbeitet, dass man das machen kann, ohne das Computerspiel zu spielen? Nein, also ich glaube nicht. Ich könnte es nicht. Also okay. Ich weiß, es gibt bei Riot nicht, aber ich weiß schon von anderen Leuten, dass Leute dann sagen, ja, du, ich spiele nicht mehr sehr viel, ich mache halt Computerspiele. Ich sage, das verstehe ich nicht so richtig, ja. weil für mich ist das eine Sache. Und das Gleiche ist auch mit Legends of Runeterra. Also ich bin damals nicht zu dem Team gekommen und sagte, du, ich habe jetzt hunderte Stunden Kartenspiele gespielt. Ich sagte, habe ich nicht. Ja. Ich habe Kartenspiele gespielt, ich habe Magic gespielt als Teenager und ich habe natürlich Hearthstone gespielt. Aber ich hatte diese Erfahrung nicht und ich sagte, hier ist die Sache, ich bin euer bestes Beispiel, wenn ihr mich überzeugt, dass ich das Spiel jetzt jeden Tag spiele, dann ist das ein guter Anfang. Ja, mega gut, ja. Und so war das, da war das dieses Wochenende, wo ich das Spiel mit nach Hause genommen habe und ich habe gespielt, also erstmal so obligatorisch, naja, musst ja spielen. Und dann habe ich nochmal gespielt, und dann habe ich nochmal gespielt. Und dann nach 5 Stunden, ich so, ach, okay, jetzt ist es passiert. Jetzt vorbei, jetzt ne? Hat mich der Bug getroffen. auch auf League. Also wir spielen bis heute, selbst auf dem Legends of Runeterra Team, haben wir so Daily Team Games. Und dann ist es entweder ARAM, weil das ist mal so schnell, du kannst mal 30 Minuten spielen. Oder wir spielen Blind Pick Against Community, was sehr, sehr lustig ist, weil dir alles erlaubt ist. Ja? Also jeder Dirty Trick ist erlaubt. Und entweder freut sich die Community, weil 5 Rioter gerade richtig einen auf die Nuss gekriegt haben. Oder manchmal kommen wir dann auch noch so, ja, siehst du doch, wir haben noch so ein paar Tricks hin. Ja, und im Notfall kann man ja einfach wegbannen. Ne? Also, nein, das würden wir nie machen. Wunderschön. Kann ich absolut nachvollziehen. Ist denn dein Herz auch ein bisschen im E-Sport dann reingerutscht? Einfach ja, Worlds ist ein großartiges Beispiel. Also ist es lustig, weil ich mag auch American Football. Und dann am Samstag sitzt du da und sagst, oder Sonntag bei uns, am Sonntag sitzt du da und sagst, okay, gucke ich jetzt Football oder gucke ich jetzt Worlds? Und ich gucke Worlds. Ja? Also ich sitze dann da und sag so, ja, dann müssen die Seahawks halt warten. Ja, das ist dann folge ich. Also für mich besonders C9, jetzt hat G2 gerade uns eine große Klatsche verpasst. Ja. Sehr gut, Europa. So. Ich hatte übrigens an dieser Stelle, ich habe vor dem Spiel geschrieben, dass G2 Cloud9 in 24 Minuten demütigen würde. Und das Spiel ging 24 Minuten 30 Sekunden, ich hatte das Gefühl. Ich wollte jetzt gar nicht noch weiter in die Prophet reinstechen. Okay, wer gewinnt denn Worlds? Worlds wird auch von G2 gewonnen. 3-1 im Finale gegen SKT. Komm, wir machen hier einen Handschlag drauf. Wenn das stimmt, dann darf ich eine Animation designen. Das kann ich dir leider nicht. Die darf nicht released werden. Ist okay. Ich animiere dir was. Ja. Ob das dann released wird, ist eine zweite Frage. Ich nehme das als Supplement. 3-1 SKT. Wow. Okay, ihr habt es hier gehört? Ja, hoffentlich. Bin ich nicht völlig falsch, weil das aber auch gegen mich verwendet. Ja, solange SKT nicht wieder gewinnt. Ja, das wäre. Ich weiß nicht, ob ich das laut sagen kann. Ja, das ist gefährlich. Nein, also ich freue mich einfach mal, wenn auch mal andere gewinnen. Ja, eben. Und es ist ja auch in Europa, da kann man das machen. Aber jetzt für mich eben der Gedanke, E-Sport ist ein großes Ding bei Riot. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir quasi ein neues Spiel. Ja. Habt ihr so im Team, wenn ihr selber das designt und so eine Animation macht, dann auch ein Gefühl, okay, und das kommt auch mal auf der ganz großen Stage. Gibt es quasi diese Momente, weil wenn ich Worlds sehe, allein die Fistpump am Anfang ist immer so ein weißt du so, ist es so dieses Die Originale habe ich übrigens animiert. Wirklich? Ja. Die haben wir glücklicherweise jetzt erneuert. Weil das aber ich muss sagen, ich bin halt leider so ein Nostalgie-Typ. Ne? Ja, okay. Also die allererste Pick-and-Bun-Musik in der Solo-Queue, die man hatte. Ja. Ich habe
Heute noch, wenn ich die höre, kriege ich Gänsehaut und der Puls geht so ein bisschen so, ne? Das ist, und das ist Fistpump ähnlich. Aber ja, Also es kommt ganz drauf an. Ich gebe dir zwei Beispiele. Ja, manchmal ja. Also als wir uns die Monster für SRU angeschaut haben, für Summoner's Rift Update. SRU ist Summoner's Rift Update. Als wir das Summoner's Rift neu gemacht haben und schön gemacht haben, da habe ich den Baron animiert, der geht da rein und raus und kommt dann in der Mitte raus. Und sowohl bei Baron als auch bei Dragon war mir klar, eines Tages sitzen wir in Worlds und das wird passieren. Und das war schon geil. Also das war dieser Moment, wenn du dann in Worlds sitzt und dann kommen diese beiden Teams, weil die genau wissen, wann Dragon landet. Und er kommt, er landet auf der Seite und er roart und dann geht er in die Mitte. Da designst du das, weil du weißt, das ist ein toller E-Sports-Moment. Wenn es jetzt hier um Legends of Runeterra geht, da haben wir eine ganz andere Philosophie. Unsere Idee ist jetzt, wir machen erstmal das beste Spiel, das wir machen können. Ja. Und geben es jetzt an die Community. Jetzt hilft uns die Community mit Feedback, das Spiel besser zu machen. Das ist die ganze Idee. Wir brauchen Feedback. Helft uns, in welcher Reihenfolge, was ist denn jetzt am wichtigsten? Ist es Friendlist oder was ist das Nächste, was wir machen sollen? Ranked, I don't know, ihr erzählt es uns. Das hilft uns dann machen wir bessere Entscheidungen. Und wenn dann Leute sagen, hey, ich möchte das Competitive spielen, ja, großartig, dann haben wir hoffentlich eine Plattform, wo man das machen kann. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir den nächsten großen E-Sports. Weil das wäre, dann sind wir einen Schritt voraus, wo wir einfach sein sollten. Wir sollten erstmal, das Spiel muss jetzt erstmal gut sein. Wenn das Spiel gut ist, dann wollen Leute spielen. Wenn Leute spielen wollen, wollen sie es gegeneinander spielen. Und wenn sie es gegeneinander spielen wollen, gerne. Großartig. Ja, Riot hat eine große Plattform und da können wir sicherlich was arrangieren. Aber das wäre ein großartiges Problem, ja? Ja, auf jeden Fall. Nee, da bin ich auch ganz bei dir. Also ich glaube auch, dass diese E-Sport zu Force immer, nicht immer zum Scheitern verurteilt ist, aber oft. Also das da auf jeden Fall. Jetzt ist es natürlich aber für mich auch immer so eine Sache, dass wenn man über Riot Games generell spricht, dann spricht man immer von Teamspielen. Ne? Ja. Und man hört immer die Community und man hört natürlich auch immer der Zusammenhalt innerhalb bei Riot Games. Mhm. Eine Animation. Können zwei Menschen an einer Animation arbeiten? Es kommt ganz drauf an, was das ist. Also ich meine, zwei Leute arbeiten durchaus mal an einem Charakter. Also wenn, das ist ganz normal. An Jace habe ich die Animation für das Schießen gemacht und mein Freund hatte die Animation für Schlagen gemacht, für den Hammerschlag. Das ist einfach, weil das sind zwei verschiedene Sachen. Da kann man dann gleichzeitig dran arbeiten. In unserem Fall arbeiten mehrere Leute daran. Also wir haben einen Concept Artist, der macht dann so die Idee. Da ist eine viel Unterhaltung zwischen dem Game Designer, Concept Artist, Art Director, Narrative, also die Erzählstruktur dahinter und so. Da haben wir eine ganze Menge Konversation. Dann haben wir jemanden, der modelliert zum Beispiel die Flügel für NRW. Dann haben wir einen Tech-Artist, der packt da die Knochen rein, damit sich die auch bewegen können. Also ansonsten habe ich halt einfach nur steife Flügel. Yeah. Ich muss die jetzt ja auch noch verdrehen dürfen. Okay, krass. Warum? Also nur für mich zum Verständnis. Yeah. Wenn man das modelliert, modelliert man ja im Endeffekt ein 3D-Objekt. Ja, genau. Wir modellieren einen dreidimensionalen Flügel. Wäre das nicht dann der Moment, wo man die Knochen reinmacht? Oder genau, warum also wir modellieren das. Ja, wobei, das eine ist eine sehr künstlerische Sache, das andere ist eine sehr technische Sache. Deswegen sind das üblicherweise zwei verschiedene Leute. Der Tech-Artist ist jemand, der sagt so, ja, nee, ich weiß ganz genau, wo die Knochen da rein müssen und wie ich das verbastel. Das heißt, ihr seid im Endeffekt auch ein Haufen von absoluter Spezialisten auch. Ja, also kann sein, in unserem Team jetzt nicht. Also unser Team ist kleiner. An League of Legends ja, weil die Leute sind wahnsinnig gut, diese eine Sache sehr, sehr schnell zu machen und das erlaubt uns dann auch viel relativ schnell zu machen. Ja. Wobei jetzt, also in unserem Fall können Leute mehrere Sachen. Da kann der Modeler auch schon mal seinen Rig machen, wir nennen das dann einen Rig. Dann kann der Rigger auch vielleicht mal animieren, der Animator kann bestimmt riggen, weil das ist relativ normal, dass die das können. Aber so im Durchschnitt würde ich sagen, dass also mindestens am Ende 10 Leute haben ein Level getoucht.
Ja, da haben irgendwie, die haben einen Beitrag gemacht, die haben was geschrieben, die haben, wenn du dann auch noch die Sounddesigner, VO, Translation, also wenn du all diese Sachen dir überlegst, ja, dann ist da ein riesiger Haufen an Leuten dran, ja. Und das dann in 22 Sprachen und das dann das muss am Oktober 15 auf dem Server sein und dann noch die Informatiker und so, das ist ein großes Team. Ja, absolut. Ja. Also es klingt auch wirklich nach ich sag mal, einer großen Struktur, die auch drumherum ist. Wünscht man sich manchmal, ich meine, du hast ja auch den Anfang mitbekommen, die alten Zeiten wieder, wo alles noch klein und süß war und man bei Riot Games noch jeden mit Namen kannte, weil es ja noch so nicht so viele waren. Also du kennst jeden auf deinem Team mit Namen. Was passiert, dass du bei Riot dann schon mal über den Campus läufst, weil allein, dass es ja noch den Project Campus gibt. Ja, genau. Das ist eigentlich schon der Moment. Ja. Aber also ich meine, was mir passiert ist, dass ich Leute nicht erkenne, weil die sitzen auf einem anderen Projekt. Ja. Ja. Wobei ich würde sagen, die meisten Künstler kenne ich schon, also das, so dass man ungefähr weiß, wo die sind. Ich glaube, der ist auf A und der da arbeitet in L und der da, also da weiß man so ungefähr. Aber, also um da auf deine Frage zurückzukommen, wir versuchen auf unserem Team, das Team so klein zu halten wie möglich, cool. Damit es sich so anfühlt wie das alte Riot. Du willst nicht 500 Leute, die dir da in der Suppe rumfuchteln. Ja. Du möchtest 5 oder 6. Du möchtest dir die richtige Information haben, damit du erstmal was rauslegen kannst. Dann möchtest du 500 Leute sagen, die Suppe schmeckt gut oder nicht. Und dann nimmst du es wieder zurück und dann sitzen die 5 dann nochmal dran. Ja? Aber du willst jetzt nicht, dass da irgendwie 40 Leute dir sofort sagen, ob das richtig oder falsch ist. Dann. Ja, mega cool. Ja. Normalerweise hat man vom Projektabschluss, man nennt das ja ein Agenturleben und Riot Games, vom Gefühl geht es ja in eine ähnliche Richtung, immer diese Crunch-Time. Ja. Ja. Das heißt, du hast wahrscheinlich die letzten 4 Wochen nicht geschlafen. vom Feeling her. Ist jetzt ist das Ding raus und jetzt beginnt die ganze Arbeit nochmal von vorne, oder genau. Ist es so? Riot ist sehr gut da drin, wir haben keinen Mandatory Crunch, wie das in Amerika heißt, also wo der Boss sagt, ihr bleibt jetzt aber am Wochenende hier. Was aber passiert ist, wir haben alle unglaublich viel Leidenschaft. Okay. Und wir haben alle sehr, sehr lange Nächte gearbeitet, weil wir wollten. Also weißt du, wenn du dann die Tatsache, dass Anivia oder dass Ash einen zweiten Level-Up hat mehr damit zu tun, dass wir nicht zufrieden waren. Ja. Also sagen, das ist nicht gut genug. Das war jetzt nicht, dass irgendein Chef da reinkommt und sagt, das ist aber nicht gut genug, sondern wir alle so, ja, nee, wir wollen das nochmal machen. Und aber was wir, weil wir das jetzt schon seit 10 Jahren machen, weil wir unsere Spiele regelmäßig updaten, haben wir vor Monaten angefangen, das so als Live-Service zu betrachten. Yeah. Also wir hatten einen internen Release, wo Rioter das Spiel spielen konnten. Und das war das erste Mal, dass wir so gesagt haben, okay, das ist jetzt Live-Service. Ob uns Player-Feedback geben oder Rioter-Feedback geben, wir machen da jetzt einen Prozess, dass 20% unserer Arbeit ist, wir verbessern altes Zeug und 80% ist, wir machen jetzt noch das Spiel fertig. Und dann, man arbeitet das so ein bisschen rein, weißt du? Damit man nicht jetzt, sonst komme ich gleich, also ich fliege morgen wieder zurück, sonst fliege ich morgen zurück und dann wirst du gleich mit so einer Welle an Feedback überschwemmt und hast überhaupt keine Art und Weise, das dazu zu reagieren. Also das wäre doof. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich stelle mir das Feedback für euer Team auch relativ schwer vor, oder? Also ich meine, wenn ich ein Game-breaking Bug in League of Legends hab, da bin ich aber sowas von laut auf Reddit. Ja. Und dann geht das da aber auch steil, du, ne? Ja. Aber wenn ich jetzt eine Animation habe, die ich gut oder schlecht finde, wie kann man euch denn helfen? Ich meine, da draußen sind, ich habe keine Ahnung, wie viel gucken, 3000 Leute. Ne? Okay. Auf YouTube hoffentlich nochmal mehr. Ja. Wie könnt ihr euch sagen, das finde ich geil, bitte ändere das nicht? Und wie kann man sagen, unter uns Klosterschwestern könnte auch nochmal anders sein? Also großartiges Beispiel ist da Lux. Als wir damals, also 9 Jahre, vor 9 Jahren, oh, wow, also als wir Lux veröffentlicht haben, ich weiß nicht, einige von euch waren vielleicht dabei, sah sie aus wie so ein kleiner Cheerleader. Also ihre Animationen waren so, yeah, and yo, super exciting. Aber ihre Backstory war alles irgendwie, sie ist die Schwester von Garen und sie hat jetzt seit Jahren von den höchsten königlichen Ämtern gelernt und all diese wunderschönen Sachen und das Visuelle, das hat einfach nicht gepasst. Das heißt quasi, war eher Zoe als Zoe. Ja,
Und Spieler haben uns das sehr schnell wissen lassen. Also nach Reddit oder unser Forum sofort irgendwie so, das ist aber nicht die Lachs, die ich dachte. Und die ersten 3 Stunden dachten wir, naja, okay, das ist jetzt eine Überreaktion, da sind vielleicht mal so 10 Leute, die sind da nicht happy. Und dann waren das 100 und dann waren das 300 und dann waren das 500. Und nach 3 Stunden haben wir schon gesagt, wir müssen das ändern. Also Art, doch, wir kriegen das mit. Wir kriegen das mit, wenn Leute nicht glücklich sind. Varus war ein Beispiel, wo der so langsam gegangen ist, dass Leute dachten, der bewegt sich so langsam über die Karte, ja, dass wir das dann doch schneller machen müssen. Und wir haben den dann einfach so ein bisschen joggen lassen, dann fühlte sich der schneller an. Aber die häufigste Art von Feedback, die wir bekommen, ist eigentlich Design. Also wenn das Game Design nicht stimmt, muss manchmal die Art angepasst werden. Also wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, hey, diese Karte, die schlägt jetzt mit 5, aber das muss genervt werden und jetzt schlägt sie mit 3. Und dann hast du da einen riesigen Hammerschlag. Ja, dann müssen wir den Hammerschlag aber irgendwie dann doch wieder ändern. Okay. Also wenn wir jetzt irgendwie Dinge ändern müssen, dann ist das wahrscheinlich, dass das Game Design da irgendwie eine Karte ist, overpowered oder underpowered oder wird nicht häufig genutzt. Und da könnt ihr dann natürlich auch so ein bisschen Zündlein an der Waage sein, ne? Also ich meine, richtig geile Animation, die Karte spielt man wahrscheinlich unterbewusst schon öfter, ne? Das ist ja... Das ist gefährlich, wenn es zu cool ist. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber man müsste echt mal eine Studie machen. Wo man einfach quasi, du nimmst 2 Karten, die eine ist super geanimiert, die andere nicht und guckst mal, ob die Leute sie in denselben Szenarien spielen würden. Na, also wir haben tatsächlich, wir denken darüber nach, wenn der Level-Up jetzt so schön ist, dass Leute nur spielen, um den Level-Up zu sehen, aber tatsächlich nicht die richtige Entscheidung fällen, das wäre dumm, right? Also dann haben wir dem Gameplay nicht geholfen, ja. Ja. Und die einzige Art und Weise, das zu bekämpfen, ist, dass alle Level-Ups gut. Ich wollte gerade sagen, du kannst so, ja nicht einen irgendwie total. Warum ist das Level up schlecht? Ja, wir wollen ja nicht, dass das zu sehr da rumgespielt wird. Nee, wir wollen schon, dass alle gut aussehen. Ja, das ist, und dann, glaube ich, die bessere Lösung. Klar, maybe, vielleicht das erste Mal spielst du und dann willst du nur den Level up sehen, aber ich glaube, wenn du 3-4 Mal spielst, dann weißt du jetzt, wie Garen level upt, ja? Oder morgen packt einer von euch das dann so schönes YouTube-Video mit allen 24. Schaust du dir das mal an, sagst du, cool, jetzt habe ich alle gesehen, jetzt kann ich auch spielen. Ja, das ist auf jeden Fall das. Ich muss auch sagen, dass ich am Anfang, ich habe gespielt und ich wusste nicht, dass es eine Level-Up-Animation gibt. Und ich habe mich mega erschrocken, weil ich halt einfach überhaupt nicht gerafft habe, was passiert. Ich dachte, okay, alles cool. What is happening? Ja, was spielt der? Ich so, warum? Oh, das ist gut für mich. Und es hat noch einen anderen Grund. Dieses Spiel kommt ja auch auf dem Telefon raus. Und wir denken, dass manchmal Leute, dass die spielen das dann, während die auf dem Bus warten oder die vielleicht in der Schule, wenn das mal passieren sollte. Und wir wollen ja nicht, dass die das verpassen. Also so ein Level-Up darfst du nicht verpassen, weil das ist ein Game-Changing-Moment. Ja. Ja. Und wenn du dann am Bus sitzt und du guckst dann gerade mal rauf und dann guckst du zurück und dann siehst du gerade noch so das Ende von dem Level-Up, das ist wichtig. Ja, dass die Leute mal so für 3-4 Sekunden, hey, hier ganz was Wichtiges passiert, Garen ist jetzt Level 2, pass mal auf. Und dann gehen wir wieder zurück ins Spiel. Das ist mega gut. Ja. Daran habe ich noch nie gedacht. Aber es macht halt Sinn, ne? Ja. Das ist schon cool. Generell denke ich mir, ihr habt ja, also wenn man so ein Spiel macht, auch für euch, ne? Es gibt ja meistens, die meisten Unternehmen sind ja in verschiedene Departments aufgeteilt, ne? Also du hast dann die Leute, die sich darum kümmern. Und Animation ist, glaube ich, so ein Teil, der auf dem Papier, würden viele Menschen sagen, der kann ein bisschen losgelöst sein, ne? Die machen da halt ihre Animation. Jetzt hast du eben schon mal fallen lassen, ja. Und im Ablauf wird dann auch viel nochmal geredet mit demjenigen, der die Idee hinter der Karte hatte, quasi der Übeltäter für eure Arbeit quasi. Wie viel Interaktion passiert da tatsächlich und wie wichtig würdest du sagen, ist es? Also wir haben diesen, es war sehr lustig, weil wir haben ein paar Leute von existierenden Teams rübergezogen auf Legends of Runeterra. Und einer der Künstler hatte am Anfang gesagt, naja, Kartenspiele machen, das ist doch einfach. Und das bereut er heute noch, oder? Ja. Also das kriegt er auch wahrscheinlich noch vorgeworfen. Nein, wir drucken dem ein T-Shirt, da steht drauf, Kartenspiele machen das einfach. Weil das isst er jeden Tag. Das Problem ist einfach, Kartenspiele sind so interconnected, dass wenn du eine Sache drehst, dann musst du wirklich ihr alle anderen nochmal angucken. Also gerade visuell. Zum Beispiel, wir haben Keywords, also so Quick Play. Zum Beispiel, Quick Strike. Wenn du Z spielst dann und die Karten normalerweise gleichzeitig sich hauen, dann wird Z zuerst hauen und dann die andere Karte hauen.
Wo packst du denn das Quickstrike hin? Packst du das oben drauf? Cool, wenn du das machst, wo packst du denn dann Elusive hin? Weil da kannst du ja nicht mehr oben hinpacken, das muss jetzt unten hin. Cool, jetzt hast du Quickstrike und Elusive. Wo packst du denn das nächste Keyword hin? Barrier, ja? Und das Interessante an Kartenspielen ist einfach dieses, wie löst du die UI? Wie machst du klar, dass was jetzt gerade passiert ist? Warum sind Level-Ups 3-4 Sekunden? Damit der mal eine Sekunde Zeit hat, hier zu verstehen, das war jetzt ein großes Ding. Und sowas dauert Zeit. Deine erste Version wird nie gut sein. Deine zweite Version wird nie gut sein. Deine 10. Version ist vielleicht die erste, wo du sagst, und im Nachhinein ist es immer so, ach, das war doch völlig klar. Also so, wir haben, wenn du eine Karte dir anschaust und dann wird die groß, kannst du so da drüber hovern über Quickstrike und dann kommt so ein Flyer ja, und erzählt dir was. Das rettet mich den ganzen Tag, weil ich habe überhaupt nichts verstanden. Ne? Ja, das ist Version Nummer 13. Das war, also wir hatten Flyouts, wir hatten scrollenden Text, wir hatten Bars, wir hatten clickable Ding, also wir hatten wirklich jede Version, die du dir irgendwie vorstellen kannst. Und die machten immer Sinn. Also wurde immer, ja klar, ach so, klickst du drauf. Nee, geht das nicht. Ah, dann geht das nicht. Und es dauert einfach eine Zeit lang. Also manchmal fühlst du dich auch dumm, dass du sagst, warum habe ich das nicht sofort gesehen? Aber das ist halt tatsächlich ein kleines Puzzle, ja. Weil das muss ja nicht nur 10 Stunden standhalten, das muss 1000 Stunden standhalten. Ja. Und ja, das ist eigentlich, was das auch so spannend macht, daran zu arbeiten. Aber das ist, muss ich auch generell sagen, das, was mich am Spiel, glaube ich, am meisten beeindruckt hat, war, dass ich hatte diesen Moment, also ich hatte ihn wirklich quasi, ich habe Anivia natürlich sofort ja, die Karte mir geholt und ja. Dachte mir, ja, die hat ein Level-Up, was zur Hölle kann die dann jetzt? Und dann sehe ich, dass dahinter rechts die nächste Karte ist und ich kann draufklicken und sie kommt und ich hatte, das war so richtig dieses, das funktioniert. Das ist cool. Ja. Was ist so in diesem Moment so, es wäre so gut, wenn ich okay, ja, haben sie ganz gut gemacht. Und, ich denke, ganz ehrlich, egal wie viele Iterationen wir haben, die Community wird mit noch besseren Sachen, die werden sich bessere Sachen ausdenken, mit der Zeit. Also irgendwie, wir haben dann diese Version und dann sagt, irgendwann wird dann einer sagen, ja, aber wenn du es dahin packst oder wenn du dieses kleine Dings hast, also das ist ja das Schöne mit einem Spiel, wir schauen uns jetzt Legends of Runeterra an ja. Und dann machen wir mal ein Interview in einem Jahr ja. Und dann schauen wir uns nochmal an und sagen so, du guckst es dir dann in einem Jahr an und sagst, na klar, das macht doch völlig Sinn. Aber sowas lernst du einfach nur, wenn du es an Tausende, Hunderttausende oder Millionen Spieler rausgibst ja. Und dann die Foren liest. Aber ich meine, das ist ja auch einer der großen Vorteile, die Riot Games hat. Ne? Mhm. Also wer hat eine Spielerbasis? Ich meine, es gibt jetzt vielleicht, nicht jeder League of Legends Spieler wird sagen, oh ja, ein Kartenspiel, ja. Let's damn it go. Nee. So, aber ich glaube, das ist ja auch, man muss auch mal so realistisch sein, das ist ja irgendwo auch ein Punkt, der auch dafür spricht, das zu machen. Weil wenn man sich nur selbst Spieler die ganze Zeit klaut unter seinen eigenen Spielen, mhm. Macht es ja auch nicht so viel mhm. Sinn. Aber ich meine, ihr habt trotzdem ja eine Playerbase. Ich meine, ich gucke hier runter, ihr seht das nicht. Ne? Schade für euch. Aber wir haben hier eine LAN-Party mit 500 Leuten. Ja. So, und das ist die Spitze des Eisbergs. Mhm. Das ist quasi die oberste Fahnenstange. Und ich würde sagen, kollektiv, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute hier gerade in den Streams zu gucken, ne? Aber es sind viel zu viele. Ist es auch so ein bisschen, dass man sich manchmal denkt, holy moly, ich hätte, also, sagt man natürlich nicht, aber manchmal würde ich mir wünschen, auch mal so nicht sofort 100.000 zu haben, sondern so mal 1.000? Vielleicht am Anfang. Also das erste Jahr war das vielleicht so ein bisschen terrifying, dir, dass das so viele sehen. Es, ja. es gab so ein paar Momente. Ich hab einen der Minion-Attacks animiert. Und da habe ich tatsächlich für 2 Stunden nicht anfangen können. Weil ich dachte, meine Güte, wie viele Leute werden diesen Minion-Attack sehen und sehen und sehen. Und da bist du dann so ein bisschen so, ich will das jetzt nicht anfangen. Aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Und für uns ist es eher das andere. Es ist jetzt, wir haben uns einfach so gefreut, dass Leute das jetzt spielen können, damit wir endlich mal Feedback kriegen. Und ich meine, idealerweise haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und eher idealerweise Leute sagen, ja, also 80% sind super. Aber die 20, die wollen wir hören. Oder die 10 oder die 50. Also es, wenn wir jetzt wiederkommen und die Leute sagen, das sei eigentlich gar nicht so toll. Das ist das Schöne an Riot, dass wir sagen, wir haben das Commitment, wir werden da die Zeit reinstecken, wir werden das richtig hinkriegen und mit der Community werden wir das beste Kartenspiel machen. No? Aber ich meine, du bist jetzt auch einer der alten Schule von Riot. Ich meine, ich habe damals noch als Oculus Schwert oder wie auch immer es ja. entfernt wurde, da habe ich noch wütend in Forum geschrieben. Mhm. Aus der Zeit komme ich.
Ja. Jetzt ist es heute so, dass man den Eindruck gewinnen kann, jedes Department bei Riot arbeitet vor allem dann an einem Problem, wenn es bei Reddit auf der Frontpage landet. Wie kommt man denn da nicht ran, wenn man nicht gerade einen Reddit-Beitrag ist? Ich kann dich da beruhigen. Wir wollen das eben nicht, dass das passiert. Auf der anderen Seite, wir wollen natürlich Reddit hören. Aber wir schauen wesentlich mehr als nur Reddit an. Also, und das ist auch der Grund, warum manchmal auf Feedback nicht reagiert wird. Also es kann sein, dass dann in Reddit eine kleine Gruppe sich über ABC aufregt, aber dass wir insgesamt wissen, dass die Balance sehr, sehr gut ist, weil wir haben natürlich, also gerade bei League hast du Millionen Spiele pro Tag, die du dir anschauen kannst und sagst, naja, die Balance sagt aber, wir sind ganz gut. Die andere Sache ist auch, du musst deine News von vielen Richtungen herkriegen. Wenn du nur eine Zeitung liest, dann wirst du auch nur eine Art von... Und ich meine, Reddit ist ja auch wirklich so die Hardcore. Ich meine, da reden wir ja nicht über die Casual, auch ich spiele da meinen Aram am Abend. Ja. Wobei vielleicht die Aram-Spieler tatsächlich auch auf Reddit teilweise sind. Aber das ist ein schwieriges Beispiel. Ja. Aber du hast auf jeden Fall die Hardcore-Leute und die sind fairerweise auch prozentual vielleicht nicht in der Mehrheit. Und dennoch sind sie unglaublich wichtig, weil das sind halt die leidenschaftlichen Spieler, die uns am ehesten, die sind die Ersten, die es bemerken. Reddit war die Ersten, die sich angeguckt haben und sagen, Lachs ist jeder, das sieht aber doof aus. Ja? Ja. Oder also interne Foren war dann das Zweite, das sofort so, boom, oh, meine Güte, jetzt haben wir es wahrscheinlich versaut. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man dann sich durchliest und sich anfragt, warum ist der so leidenschaftlich? Warum, ich meine, mal all die Schimpfwörter zur Seite geschoben. Klar. Was sagt er denn? Warum ist das dann ein Problem? Und dann das nochmal zu analysieren und sagen, naja, vielleicht hat er ja recht. Ne? Und das ist immer diese, erstmal die Annahme, vielleicht liege ich ja falsch. Und dann mal, ne, und dann mal schauen. Ja, ich glaube auch, im Endeffekt ist es ja auch der einzige Weg, wie man am Ende an dieses Wissen von den Hunderttausenden irgendwie ganz ankommt. Genau. Ich meine, die nicht ernst zu nehmen, ist natürlich auch schwer. Wenn ihr übrigens Fragen habt, dann könnt ihr die just in diesem Moment in den Twitch-Chat, und ich weiß gerade, ist Drop und Gift und sonst was natürlich super beliebt, aber ich kann euch da eh beruhigen, das hilft gerade eh nichts. Also schreibt mal gerne eure Fragen rein, aber es ist ja natürlich auch völlig verständlich, dass ihr alle im besten Best Case irgendwie auch natürlich wieder an ihr Gameplay drankommen wollen. Er hat gerade gefragt, wie viele Leute bei Riot aus Deutschland kommen. Das kommt drauf an. Also wir haben eine Menge Deutsche bei Riot. Wir haben natürlich eine Menge Deutsche, die im Berlin-Office arbeiten. Wir haben eine Menge Deutsche, die im Dublin-Office arbeiten. Wir haben auf dem Legends Runeterra-Team haben wir gerade 3 Deutsche. Ja, ich glaube im Moment sind es 3. Wir haben genug Deutsche bei Riot, dass wir eine deutsche E-Mail haben. Also nur wenn du mal mit anderen Deutschen in LA aus rumhängen möchtest, kannst du die anschreiben. Und das ist so eine kleine Kommune. Und das ist aber auch, das stimmt für jede Richtung. Also wir haben das für Russisch, wir haben das für Spanisch, wir haben das für das, also Riot ist groß und da gibt es schon eine ganze Menge Kommunen. Ist der Bug bekannt, da bin ich natürlich jetzt gespannt, ne? Ist der Bug bekannt, dass Jannas Zephyr Animation, also der Vogel im Busch, nicht transparent wird? Da hat man immer das Gefühl, dass der Gegner einen sehen kann. Das ist jetzt aber auf League of Legends, gell? Das kann ich nicht beantworten, weil ich... Oh mein Gott, okay, nicht, ja. Nein, also wir können das uns gerne anschauen. Ich kann das nicht beantworten, das ist eine gute Frage. Und wenn du mich daran erinnerst, dann werde ich da mal nachfragen, ob der bekannt ist. Aber da muss ich trotzdem sagen, ich dachte gerade wirklich ganz kurz... Ja, also noch haben wir keinen Brush im Legends of Runeterra. Es gibt noch ein paar nicht, Dinge, aber die da... Wer weiß. Ja, ich versuche hier gerade mal so ein bisschen durchzugehen. Aber viele fragen natürlich nach den Keys. Wie lange das dauert? Also mit den Keys, ich kann euch da wirklich leider nur empfehlen, geht auf playtorunterra.com für das Pre-Register. Wenn ihr diese Streams schaut und registriert seid mit eurem Namen, dann habt ihr eine höhere Chance, so einen Key zu bekommen. Wie ist das generell, wenn man euch jetzt Feedback gibt ans Animation Team? Kann ich da quasi eine Mail schreiben? Oder kann man dem Team eine Mail schreiben? Also dir jetzt eine Mail schreiben, ist wahrscheinlich nicht so nett. Aber geht das? Also wir versuchen das üblicherweise durch die Foren zu bekommen. Also deswegen... Eine gute Idee ist, wenn du einen Eintrag machst, der sinnvoll auf dem Forum ist oder bei Reddit, und der Traction gewinnt, also mehr und mehr Leute klicken das an und voten das ab, dann sehen wir, dass du nicht nur der Einzige bist, der dann eine großartige Idee hat, sondern dass andere Spieler sich auch so fühlen. Ja? Und das ist eine Art und Weise, wie wir relativ einfach
Feedback kriegen. Ja. Jetzt gibt es aber auch manchmal gibt's den Fall, dass jemand ein Support-Ticket reinschreibt und eine wirklich geniale Idee hat. Und dann kommt es sehr darauf an, ob der Support das sieht. Aber wenn der, der Support liest sich ja alles durch. Und manchmal kommen die dann wirklich direkt zu uns, also direkt so, hey, Alex, ich habe hier gerade, also der hat mir da was geschrieben, du, das muss ich dir mal weitergeben. Und das passiert schon manchmal, ja. Hey, ich hoffe, ich habe früher, eins meiner erfolgreichsten YouTube-Formate aller Zeiten war, sehr kreativ ausformulierte Reports, warum Leute gebannt werden sollten. Mhm. Und meine innere Hoffnung ist auch, dass der Support-Typ, ich den nicht komplett nerve damit, dass er sich erstmal durch 4,5 Seiten durchlesen muss, sondern der so viel Spaß daran hat, dass er aufsteht und meinen Poetry-Slam da tatsächlich vorträgt. Aber das ist natürlich Wunschdenken. Eine Frage habe ich noch tatsächlich, und es ist eben auch, ging es ein bisschen auf die Serie, die kommt. Ja. Ist das eine Serie, ne? Nicht, dass ich jetzt falsch liege. Doch. Du hast gesagt, du hast früher auch tatsächlich was Richtung Film und sowas gemacht. Mhm. Jetzt ist das natürlich nochmal ein komplett anderes Ding, aber in eurem Team gibt es da Leute, die da so sitzen und sich denken so, das sieht ziemlich geil aus. Haben wir ja noch genug Karten oder soll ich da vielleicht auch mal rübergehen? Also gibt es da eine Sehnsucht quasi und gibt es da auch die Möglichkeit innerhalb von Riot Games zu sagen, Alter, ich habe jetzt richtig Bock auf Animation, ich habe richtig Bock auf Anime? Ja, also gibt es, wir haben ein internes Jobboard. Also wenn sich erstmal ein Team, wenn ein Team für nach jemandem sucht, machen wir es erstmal intern und sagen wir, hey, Legends of Runeterra braucht einen Animator, hat jemand Interesse dran? Und dann können sich Leute von anderen Teams intern erstmal da bewerben. Okay, das ist echt ein gutes Konzept. Das ist eine der Sachen, die Riot ganz besonders macht. Und dann, wenn das dann funktioniert, dann muss diese Transaktion auch relativ zügig durchgehen, weil wir wollen, dass das andere Team dann dementsprechend jemanden nach anstellt. Best case, ne? Es wird schon angeboten. Auf der anderen Seite, du kannst natürlich nicht einfach nur rübergehen, nur weil du es willst, sondern du musst natürlich dann auch die Fähigkeiten haben, die die brauchen. Ja? Ja. Und wenn sind die denn ähnlich? Also ich muss sagen, bei Animations bin ich super hart raus. Ne? Also ich kann mir natürlich ein bisschen vorstellen, wenn ich einen Splash erzähle oder ein 3D-Modell, da kann ich mir auch noch vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Aber würdest du sagen, das ist etwas Ähnliches, dass es ähnliche Skillsets sind? Also ich, vor 10 Jahren dachte ich, hey, ich habe Film animiert, wie schwer kann es denn sein, ein Spiel zu animieren? Und dann habe ich erstmal meine eigenen, also dann habe ich meine Lehren daraus gezogen, sagen wir es mal so. Kartenspiele zu machen ist einfach, ne? Genau, die gleiche Idee. Also es ist, das ist das Gleiche wie jemand, der vor einer Filmkamera schauspielert oder jemand, der auf einer Bühne schauspielert. Beides ist Schauspieler. Ja. Aber es ist eine andere Art von Schauspielern. Also für Animation zum Beispiel, deine Animation in einem Computerspiel muss von allen Seiten gut aussehen. Das heißt, dein Run-Cycle, also wenn da so Draven jetzt irgendwie die Lane da lang rennt, das muss halt überall gut aussehen. Während in einem Film ist die Kamera hier und der Typ rennt hier und das kann auf der rechten Seite, ist, wenn ich deinen Arm nicht sehe, muss ich den Arm nicht animieren. Auf der anderen Seite für Film muss ich natürlich wirklich darauf aufpassen, dass dann der Finger sich da entlang der Linie bewegt oder so, während im Spiel, da kann das dann doch schon mal reinschneiden und so. Das ist ein bisschen ein anderes Skillset, wobei kann man das lernen? Absolut. Also es hat mich ein paar Monate plus gekostet, bis ich mal eine anständige Animation im Spiel gemacht habe. Ich war auch unter anderem, also ich habe auch ganz schreckliche Animationen gemacht. Der erste Shen-Run, wenn Shen damals gelaufen ist, das war leider ich. Ich hatte aber auch nur 3 Stunden. da war noch eine andere Zeit, ne? Das war noch so eine andere Zeit. Nein, aber so, ja, also man kann sich bewerben, wenn jemand also wirklich dann sagt, Dude, Arcane, das ist mein Ding, da möchte ich drauf arbeiten. Dann muss der sich bewerben, dann musst du dem Team erklären, warum. Und dann muss der natürlich auch helfen, dass dann irgendwie sein Platz bei dem anderen Team auch wieder nachgefüllt wird. Ja, das heißt, wenn ihr einmal drin seid, Jungs, da kommt ihr auch weiter, ne? Aber der Weg dahin ist natürlich auch kein leichter. Ich möchte dir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danken. Ja. Ich muss sagen, ich hatte eine wunderbare Zeit. Also ja. Ich hatte vor mir so ein bisschen überlegt, was ich fragen wollte, aber ich bin ja echt von Hot auf Top gekommen, einfach weil man so selten die Möglichkeit hat. Also ich persönlich jetzt schon ein bisschen, aber die wenigsten sind auch bereit, das vor einer Kamera zu machen. Ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, ich hoffe, ihr könnt das genauso wertschätzen. Dankeschön. Und ich wünsche dir gerade oder dem ganzen Team einfach nur das Allerbeste. Ich muss sagen, animation-wise habe ich sie abgeholt. Bei uns gibt es immer das Wort smooth.
Ich hätte nie gedacht, dass ich Wort Smooth in einem Kartenspiel benutzen würde, ja, aber es kommt dran. Und es war tatsächlich das, was ich zu Maxim gesagt hatte, als ich quasi, weil die Ankündigung kam 3 Uhr nachts. Ja. Ich bin um 2 Uhr nachts aufgestanden, und habe das dann mit eins zusammen geguckt, bin dann ins Hotelzimmer, hab's installiert, 2 Stunden gezockt. Ich konnte auch nicht schlafen, wenn ich ganz ehrlich bin. Vielen lieben Dank an dich. Ja, gern geschehen. Und danke an all die Spieler, die uns geholfen haben, League of Legends zu dem zu machen, was es ist. Und jetzt hoffe ich, dass ihr uns helfen könnt, dass wir Legends of Runeterra wirklich einfach die beste Version von Legends of Runeterra zusammen entwickeln können. Schönere Schlussworte kann es gar nicht geben. Vielen lieben Dank. Ich mache hier einmal ganz kurz Pause, bin aber gleich wieder da. Ne? Tschüssi.